Was steckt drin in dieser Wundertüte Türkgücü München? Noch nicht gespielt in diesem Jahr, Finanzprobleme, Wechselgerüchte und ein neuer Trainer. Ziemlich vertrackte Situation für Freiburgs Trainer Thomas Stamm, sich auf diesen Gegner vorzubereiten. Die Lösung? Gar nicht groß auf den Gegner schauen, sondern einfach sein eigenes Konzept durchziehen. Und Freiburg presst die Münchner von Beginn an hinten rein. Noah Weishaupt ist das. Erste Möglichkeit für die rot-weißen Freiburger. Andreas Herraff, neuer Trainer von Türkgücü, schon der dritte in dieser Saison. Er hat die 30 Gegentore als Problem ausgemacht und macht mit seiner Mannschaft hier erstmal die Schotten dicht. Die jungen Freiburger, gerade mal 20,6 Jahre alt im Schnitt, tun sich schwer mit diesem Abwehrbeton. Schon fast 20 Minuten gespielt, als sich mal ein Freiburger beherzt in den Strafraum aufmacht, aber kein Elfmeter. Türkgücü lässt nichts zu. Dann wieder Noah Weishaupt, da behauptet er den Ball und trifft. 1:0 für den SC Freiburg. 23 Minuten gespielt, ganz starke Aktion von Weishaupt, sein erster Treffer in dieser Saison. Aber halt, da war was. Weishaupt hat den Ball mit der Hand mitgenommen, die linke Hand ist da. Ziemlich lange am Ball, aus meiner Sicht ein irregulärer Treffer. Schwer zu sehen, allerdings für den Schiedsrichter. Freiburg versucht nachzulegen, aber weil durchs Zentrum wenig geht, dieses Mal ein Weitschuss. Patrick Kammerbauer, der linke Mittelfeldmann der Dreierreihe, versucht es mal. Türkgücü München ohne jegliche erwähnenswerte Offensivaktion und die Freiburger versuchen es dann doch mal durch die Mitte. Lars Kehl, was für eine Möglichkeit, aber da verkünstelt er sich ein bisschen bei der Ballannahme und Lukas Cepanik kann doch noch klären. Der SC Freiburg sucht gegen die zweikampfstarken Münchner immer die spielerische Lösung, sucht ganz geduldig nach Lücken und da ist plötzlich eine. Patrick Kammerbauer, gute Aktion des Mittelfeldspielers, der noch nicht getroffen hat in dieser Saison. 1:0 zur Pause im Dreisamstadion, das ist nach dem Spielverlauf verdient, aber das Tor war irregulär. Die zweite Halbzeit. Türkgücü attackiert nun schon in der Freiburger Hälfte. Die ganze Mannschaft nach vorne verlagert. Freiburg mit dem Konter über Mika Bauer. In der Pause eingewechselt. Gegen Magdeburg hat der 17-Jährige als drittjüngster Spieler der Drittliga-Historie ja getroffen. 500 Zuschauer im Dreisamstadion. Die schreien sich ein bisschen warm, auch weil auf dem Platz nicht wirklich viel passiert gerade. Dieser Schuss, oder besser gesagt Schussversuch von Albion Vrenetzi ist die gefährlichste Aktion der Münchner in bisher gespielten 59 Minuten. Und ohne diesen Leichtsinnsfehler von Philipp Treu wäre Türkgücü nicht mal in diese Schussposition gekommen. Münchens Trainer Andreas Herraff hat taktisch umgebaut auf ein 3-4-3. Bis jetzt hilft es nichts. Aber immerhin mal eine Ecke für Türkgücü. Sie erkämpfen sich einen zweiten Versuch. Flanke auf Vrenetzi, weiter auf Alexander Sorge und es steht 1:1. Erste Chance, erstes Tor. Türkgücü belohnt sich für eine deutlich bessere Einstellung in der zweiten Halbzeit. Schwer zu verteidigen, Sorge setzt sich da mit der Wucht eines kopfballstarken Verteidigers durch. Auch wenn dieser Treffer sich nicht wirklich abgezeichnet hat, Türkgücü ist präsenter. Die Mannschaft hat den Abstiegskampf angenommen und Freiburg kommt damit nicht mehr klar. Kassiert das 1:2 nur 6 Minuten nach dem Ausgleich. Torschütze Sinan Kavena. Schwache Abwehr von Yannick Engelhardt, der Chato quasi auflegt. Kavena hält den Fuß rein und Noah Atubolo im Freiburger Tor ist da chancenlos. Auch Freiburg hat seit 4 Spielen nicht mehr gewonnen, will wenigstens diesen einen Punkt. Weishaupt, der stärkste Rot-Weiße in der Offensive und Vollert, da ist der erfahrene Keeper noch mit der Hand dran, verhindert den Ausgleich. Wieder Freiburg, noch 5 Minuten zu spielen. Sorge blockt diesen Ball, dann der Pfiff. Schiedsrichter Patrick Glaser entscheidet auf Handelfmeter. Und damit liegt er falsch. Der Türkgücü-Kapitän klärt mit der Brust. Kein Handspiel.
Enzo Leopold wird diesen Elfmeter schießen und nochmal Glück für Freiburg. Vom Pfosten klatscht der Ball ins Tor. 2:2. Das zweite Freiburger Tor und es ist das zweite irreguläre. Ganz bitter für Türkgücü, das hier zum zweiten Mal klar benachteiligt wird. Der SC Freiburg jetzt wiederbelebt und alles läuft über ihn. Noah Weishaupt im 1 gegen 1 ist er nicht zu halten. Noch ein bisschen mehr Präzision und der junge Angreifer könnte schon bald mehr als 4 Erstligaeinsätze haben. Die Nachspielzeit läuft schon. Flanke auf Vincent Vermey und es steht 3:2. Wieder ist das Spiel gekippt. Starkes Comeback der Freiburger. Vermey ist kurz zuvor eingewechselt, hat seine Corona-Infektion überstanden. Und der Niederländer setzt sich hier ganz stark durch und lässt René Vollert keine Chance. Aber so bitter es klingt, es ist das erste korrekte Freiburger Tor. 3:2. Und der Schlusspunkt in diesem am Ende dramatischen Spiel, der bleibt dem besten Mann auf dem Platz vorbehalten. Noah Weishaupt. Da hat er dann doch die eben vermisste Präzision und entscheidet dieses Spiel mit seinem zweiten Tor im Profifußball. 4:2. Freiburg holt 3 wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Aber ein fader Beigeschmack bleibt. 2 irreguläre Treffer gegen Türkgücü München. Und der neue Trainer, Andreas Heraf, der ist nach dem Schlusspfiff außer sich. Und das ist menschlich sehr nachvollziehbar.